Wir sind jetzt wie angekündigt zu Gast bei der Lokalnachrichten Verlagsgesellschaft und an meiner Seite ist jetzt Enrico Berger, einer der beiden Geschäftsführer. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen. Hallo, Herr Czerner. Nun nehmen wir mal an, dass kaum einer die Lokalnachrichten Verlagsgesellschaft kennt, aber alle kennen ihre Produkte, den Oberlausitzer Kurier und den Niederschlesischen Kurier. In diesem Jahr feiern sie ihr 25-jähriges Jubiläum. Das drängt quasi die Frage auf, wie hat das eigentlich alles angefangen? Oh ja, eine sehr spannende Frage. Angefangen hat es wenige Meter von hier, nämlich in der Goschwitzstraße 25, dort wo heute die Volksbank Bautzen steht. Im Hinterhof gab es eine Bürstenhandlung und dort hatten wir unser erstes Büro. Ich kann mich erinnern, es gab ein Telefon da, deshalb sind wir auch da eingezogen. Es gab dann später ein Faxgerät und es waren abenteuerliche Zeiten. Ein riesengroßer Tresen, an dem sich die Leute anstellten, um Anzeigen aufzugeben. Es waren schöne Zeiten. Das klingt gut. Knapp 25 Jahre später haben Ihre Wochenzeitungen eine Auflage von 230.000 Exemplare. Das ist ja eine logistische Meisterleistung. Was ist eigentlich alles notwendig, bevor ich dann am Samstag zu meinem Briefkasten gehen kann und mir den Oberlausitzer Kurier herausnehme? Bis auf den Zeitungsdruck machen wir alles selbst hier in diesen Büroräumen, hier in der Karl-Marx-Straße 4. Wir haben hier eine Geschäftsstelle, wo wir für unsere Anzeigenkunden da sind. Wir haben dort einen Ticketverkauf. Wir haben hier Mediengestalter im Haus, wo wir Anzeigen, Bilder, ähnliche Sachen gestalten, sogar externe Aufträge abwickeln für Prospekte etc. Wir haben 4 festangestellte Redakteure, die sich um die Nachrichten und die Artikel in der Zeitung kümmern. Wir haben ein Team aus 10 Mediaberatern, die unsere Anzeigenkunden hervorragend draußen vor Ort betreuen. Wir haben eine Buchhaltung und wir haben natürlich auch eine Vertriebsabteilung, wo sich 3 festangestellte Leute um 930 Zusteller kümmern. 930 Zusteller? Ja, 930 Zusteller, 1200 Zustellbezirke. Daraus erkennt man, manche Zusteller haben 2 Bezirke oder aber wir machen natürlich auch in einigen Bezirken die Zustellung selbst, weil es keine geeigneten Bewerber mehr gibt. Nun sind Sie ein mittelständischer Verlag und stellen sich im Wettbewerb bundesweit agierenden Verlagshäusern. Was sind für Sie die größten Herausforderungen dieser Tage? Also unsere größte Herausforderung ist natürlich der gesetzliche Mindestlohn bei den Zeitungszustellern, ganz klar. Wir wissen, das wussten wir von Anfang an, das wird für höhere Kosten sorgen. Und wir wissen natürlich auch, dass viele unserer Kunden selbst mit gestiegenen Kosten durch dieses neue Gesetz zu kämpfen haben und dass wir unsere Kosten nur teilweise dahin umlegen können. Das heißt also, einen Teil der Kosten werden wir irgendwie selbst im Haus sparen müssen. Aber auch die Umstellung von dem Stücklohnmodell, was sich, wie ich finde, eigentlich bewährt hatte, auf Stundenlohn, hat, wie ich finde, eine große Problematik in sich, denn schließlich konnten die Zusteller früher die Zeit selbst gestalten. Die konnten entscheiden, gehe ich langsam, gehe ich schnell, schwatze ich vielleicht noch am Zaun mit dem Nachbarn, mit dem ich die Zeitung liefere. Das alles wird demnächst nicht mehr möglich sein. Es zählt die Geschwindigkeit des Zustellers. Und da tun mir eigentlich viele, viele Ältere leid, die viele Jahre für uns tätig sind, denen wir jetzt natürlich eine Zeitvorgabe machen müssen, aus Kostengründen. Es gibt ja viele Diskussionen um diese sogenannte Aufzeichnungspflicht. Wie würden Sie sich da positionieren? Naja, die Aufzeichnungspflicht ist recht schwierig. Wir haben ja hier keine festen Mitarbeiter, die wir jeden Tag sehen, die wir persönlich kennen, die wir auch einmal am Tag treffen, sondern das sind ja Leute, die einmal in der Woche für uns tätig werden, die wir vielleicht ein, vielleicht auch zweimal im Jahr selbst treffen. Wie wollen wir dort den Austausch organisieren? Viele Leute haben ja vielleicht noch ein Telefon, aber kein Faxgerät und keine E-Mail. Also die Übermittlung der Daten ist äußerst schwierig. Wir sind den Weg anders gegangen. Wir haben die Gebiete mit GPS-Trackern ausgemessen. Wir wissen jetzt, wo unsere Zusteller lang gehen. Wir wissen, wo sich vielleicht auch Wege doppeln. Und wir kennen die Zeiten jetzt. Da gab es sicherlich die eine oder andere Überraschung. Da gab es ganz viele Überraschungen, auch bei uns. Wir haben gestaunt, wir haben uns gewundert, warum manchmal vielleicht wirklich eine Reklamation kam, dass jemand an einem Wochenende 2 Zeitungen hatte, am nächsten Wochenende gar keine Zeitung. Das war eben genau eine Gebietsgrenze, wo der eine Zusteller das eine Wochenende dachte, ich gehe mal mit hin, hat es der andere auch gedacht. Und am nächsten Wochenende sind sie beide nicht mehr hingegangen, nachdem wir sie angerufen hatten. Aber das konnten wir natürlich alles mittlerweile bereinigen. Okay, das ist die eine Herausforderung, der Mindestlohn, die Aufzeichnungspflicht, Stichwort Digitalisierung. Auch das ist ja eine große Herausforderung für einen Verlag. Sie sind im Netz präsent mit einer eigenen Homepage, bei Facebook, bei Twitter, Sie haben einen eigenen YouTube-Channel. Wie wichtig ist Ihnen diese Arbeit mit diesem Internet? Das Internet nutzen wir natürlich für unsere Arbeit sehr gern und sehr oft. Das sind die Recherchen für die Redaktion. Natürlich kommunizieren wir über das Internet. Wir nutzen den Mailverkehr, wir nutzen Skype, um vielleicht mit den Geschäftsstellen Besprechungen durchzuführen. Und natürlich sind auch unsere Kleinanzeigen und auch unsere Artikel im Netz auffindbar.
Zur Finanzierung trägt das natürlich alles noch nicht bei. Ob es da demnächst Wege geben wird, ob es da Ideen geben wird, das zu monetarisieren, das werden sich... Bezahlschranke wäre ja eine Variante. Das ist sicherlich eine Variante, aber die Systeme, die so eine Bezahlschranke letztlich dann auch im Internet durchsetzen, sind so teuer, dass sich im Grunde die Kosten dort wahrscheinlich zu Ungunsten der Verlage im Moment, der Anzeigenblattverlage, auftun würden. Die Medienlandschaft steht vor gigantischen Umbrüchen. Vor Jahren hieß es noch, Print stirbt. Was glauben Sie, wie sieht die sächsische Medienlandschaft im Jahr 2020 aus? Also ich glaube schon, allein durch den Mindestlohn wird sich noch viel bewegen hier in der Medienlandschaft. Ich denke, dass es einige Mitbewerber sehr schwer haben werden. Ich mache da keinen Hehl draus, auch wir kämpfen damit. Aber vielleicht wird auch das nochmal zu einer Sortierung führen, aber natürlich die Digitalisierung auch. Ich glaube, wir sind heute eine sehr willkommene Leselektüre am Wochenende. Das erfahren wir aus Gesprächen oder vielleicht auch mal aus einer Vertriebsreklamation. Und ich denke, das wird auch in 3, 4, 5 Jahren noch so sein. Ob wir im Jahr 2020 noch auf Papier daherkommen oder ob es da vielleicht irgendwelche Lesegeräte gibt, auf die man eine Zeitung transportieren kann, das wird sich zeigen. Das wäre heute schon zu viel Glaskugel, für mich zumindest. Aber die Ausgaben, die am Wochenende erscheinen, sind ja auch komplett digital. Nachlesbar. Sie sind digital nachlesbar im Internet als E-Paper, aber wer das schon mal probiert hat, der weiß, dass das äußerst unbequem ist, auf einem Bildschirm oder auf einem mobilen Endgerät dann E-Papers zu lesen. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Okay, auch Ihr Verlag ist immer wieder auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen. Am letzten Februarwochenende können Sie, liebe Zuschauer, Zeugen einer Premiere werden, bei der die Macher des Oberlausitzer Kuriers ganz kräftig mitmischen, doch dazu dann mehr nach einer kleinen Werbepause.